Oh. Keiner gehört. Hi. Warte. Ich hätte gerne mal. Was ich das brauche? Ich nehme mich mal. Was? Ich bin okay. So. Wie hoch? Ich kann gar nichts tun gerade. Hui, hui. Hey, was? Ach, jetzt muss ich lüften, oder was? Weil das Viech mich manchmal trifft, glaube ich. Was? Natürlich war die jetzt gerade nicht da, willst du mich verarschen? Hau doch nicht mal ab! Alter! Was macht die? Huch! Ich weiß nicht, was die da macht! Hä? Ich ist aber nett!
Was? Ach so, natürlich. Nee. Was, Pornos gucken? Jetzt kann ich dir auch nicht helfen. Also. Hä, was macht der? Der kommt nur hoch. Was? Das ist so laut, das Vieh. Entschuldigung. Ah, was? Was ist das? Ich sehe, ich kann überhaupt gar nicht sehen. Die sehen genau aus wie der Hintergrund. Ich jetzt nur warten oder was? Hä? Ich kann nichts tun oder doch? Klar kannst du was tun. Was denn? Schlagen. Aber die ist. Hä? Oben. Ja, schön. Nicht da. Guck, der macht nichts. Ja, einmal, dann macht er irgendwie nichts mehr. Hallo? Was ist das? Zurückschießen? What? So lange kann ich nicht oben bleiben. Ich habe mich gar nicht ausgerüstet. Kann ich nicht treffen. Einfach stehen bleiben. Ach so. Wusste ich nicht. Macht der nur einmal? Ich verstehe das nicht. Also manchmal. Jetzt hat er auch nicht nochmal. Guck, wie ich ausweiche. Krass. Alter, guck. Boah. So schnell kann keiner gucken, wie ich ausweiche. Was? Die macht Sachen kaputt. Ja, ich sehe. Ach so. Aua. Hä? Wo bin ich? Hä? Danke, dass er das automatisch macht. Nimm nicht den Hammer, der Hammer macht aus Versehen diese. Na, das stimmt natürlich. Nee, die Flamme natürlich. Wenn die geht, kannst du die in die Luft aufladen? Nee, aufladen nicht, aber explodieren lassen. Was? Wo bin ich? Hä? Warum? Warum bin ich einfach 3 Kilometer in den Wolken? Kann mir das mal einer sagen? Ich bin... Wie? Ich bin überhaupt noch gar nicht gehüpft. Dieser Kampf wäre viel lustiger ohne Checkpoints. Wo bin ich?
Ja, eben. Ja, ich sehe mich auch gerade aus Versehen. Ja, zu spät. Hä? Was soll die denn helfen? Ach so, ja. Willst du mich verarschen? Ja, ne, stimmt. Ich sehe nicht, wo ich bin. Entschuldigung. Das ist so viel, was genauso aussieht wie ich. Ja. Ist auch vor allen Dingen die gute Weise, auch wenn ja. Schnarch. Ja, fein macht er, ganz fein. Steinhart. Dritter Teil confirmed.
Hey! Willst du mich verarschen? Ich kriege ja hier tief mich. Schicksal, das Spiel abgeschlossen! Yay! Darf ich sagen, kann ich eigentlich noch weiterspielen? Weil ich will das Erz noch abgeben. Aber du hast gesagt, das ist sehr traurig hier mit Shriek und so, aber Shriek war einfach eine riesen Arscheule. Ah. Was? Ja, aber das ist doch. Man kann doch nicht irgendwie so ein Arschlochverhalten einer schweren Kindheit entschuldigen. Dann darf ich ein Arsch sein. Ja, aber dadurch hält sich mein Mitleid ein bisschen in Grenzen. Nö, das sage ich ja gar nicht. Ich meine nur, dass halt. Shriek war halt einfach ein Riesenarsch. Eine riesenblöde Kuh. Die alles immer kaputt gemacht hat und kaputt machen wollte und verhindern wollte und keine Ahnung was. Daher hält sich mein Mitleid mit der jetzt in Grenzen. Ob die tot ist, man weiß es nicht. Hat sich da hingelegt. Pendlung. Siehst du, du hast also so viel Mitleid mit diesem. Mit diesem faule Tier. Chongrali. Ja, also wie gesagt, bleibt kurz dran. Wir gehen gleich nochmal das Erz abgeben. Da müsst ihr eigentlich alles haben. Wie kurz. Geht doch. Ja. Müsst auch mal pinkeln. Ja. Abspann lang. Okay. Ja, dann mute doch mal kurz das Mikrofon und ich gehe mal kurz pinkeln. Ihr guckt hier weiter den Abspann und ich bin gleich wieder da. Okay, da bin ich wieder und tatsächlich hatte meine bessere Hälfte recht. Der Abspann ist länger als mein Urindrang quasi. Ja, also ihr wisst aber, also länger als Entleerung der Blase dauert. Was kommt? Unity kommt auch noch. Ja, ich bin Dick, ich weiß. Ich bin nicht da. Der bin ich, ja. Peter Pimli, ey. Ich muss sagen, hier Gumon, wenn der so breit lacht, sieht aus wie aus einem 1:1 aus einem Horrorfilm. So ein Smiley-Killer oder irgendwie so mit seinen komischen Zähnen. Ha!
Jo, okay, okay. Geht. Das zeige ich ihm. Was? Das stimmt leider. Wir sind im Juni jetzt übrigens mit dem Folgen. Wir haben Ende April. Ja, wollt ihr ein Bloodborne Let's Play? Leider ist könnt ihr viel zu spät antworten. Vielleicht nehme ich mal meinen Arcane Run auf. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich Bloodborne. Es macht verdammt viel Spaß. Ich weiß nicht, ob ich es aufnehmen sollte. Na, das ist es. Peter Frankfurt. Warum steht da hinter jedem Lionbridge Gaming? Wo haben die einfach drüber geschrieben? Die sind alle von Lionbridge Gaming, die jetzt kommen und dann ist gut. Ich will Barry killen. Nochmal Special Thing. Mad Booty. You got a Mad Booty, Alter. Okay. Oh, 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 es kommt kein neuer Text. Sollte es das wirklich gewesen sein? Ach so, natürlich nein. Jetzt danken sie nur noch uns. Ach, wie schön. So, das Ende der Weide. Da kann ich jetzt einfach weitermachen. Hab dann aber Shriek wahrscheinlich noch nicht besiegt. Das ist am letzten Speicherpunkt oder was? Ja, okay, ist ja egal. Ich wollte jetzt immer ins Dorf zurück. Und dann mal gucken, was passiert, wenn ich dann jetzt das letzte Erz abgebe. Und dann eh noch mal gucken, aber dann müsste ich echt alles haben. Alles an Sammeldingern müsste ich dann tatsächlich gesammelt haben. Schauen wir mal auf die Map. Aber es sieht tatsächlich danach aus. Alles, was es gibt, haben wir. Geil. So, Gronkh, hier, komm. Huch, Entschuldigung, ich wollte dich nicht anzünden. Ja, das Licht ist wieder ganz. Achso, das ist was anderes. Ja, ja, die Weide ist schon fertig. Weißt du nur noch nichts von. So, dann reparieren wir. Nee, was machen wir? Gorlek-Magie. Wir dekorieren jetzt die Lichtung. Jetzt bin ich gespannt. Macht er. Hey, komplettiere alle Nebenquests abgeschlossen. Handwerker, alle Projekte der Brunnenquelle-Lichtung abgeschlossen. Kommt gar nichts mehr. Was? Alle Trophäen? Weiß ich nicht. Guck doch mal nach. Wo kann ich das sehen? Hier, ich habe noch nicht alles. Hier fehlt mir noch 1%. Wo auch immer das ist. Das Einzige, wo mir noch 1% fehlt. Okay, Entschuldigung, ich muss da nochmal da. Muss ich nochmal gucken. Da muss ich nochmal in den Brunnenquell. Was für ein Prozent könnte mir denn da fehlen? Da. Nee, da war ich ja schon. Da. Hier links? Hier? Das da, wa? Ja. Ah. Okay, gehe ich da zu Fuß hin, oder was? Nee, von wo? Nee, da ist innen drin. Ach ja. Geil, er hat sogar alle Nebenquests abgeschlossen. Alle Zellen gesammelt. Na gut, jetzt habe ich nicht genug Geisterlicht für alle Zellen kaufen. Sonst hätte ich die, also die Geistersplitter kaufen. Sonst hätte ich die halt auch noch. Der Achievement fehlt mir, da muss ich noch farmen gehen.
Wollt ihr doch alle sehen, oder? Ist hier richtig? Warum überrascht dich das so? Oh, tatsächlich. Geil. Aber da gibt's kein Achievement für, oder was? Scheiße. Alles auf 100, ich hab alles auf 100%. Alles. Ja, guck dir mal die Achievements an, Mann. Ja, warte. In-game kann ich halt nicht, ne? Ich denke, jetzt musst du über Xbox. Ja. Ja, warte, ich geh erstmal wieder nach Hause. Wahrscheinlich ist das nur ein Teil von Komplettierer sein quasi. Ich muss noch die Zellen kaufen, die ich noch nicht habe. Und sowas. Wo ist der links? Ja, ne? Ach, die fehlen mir alle, ne? Okay. Ne, wo kann's sein? Nur um zu sehen, ob da irgendwas passiert, wenn ich die auch noch habe. Nein. Alles noch verbessern. Muss alles noch verbessern. Für Komplettiere. Guck doch mal nach, Mensch. Ja, okay. Er kann es laufen lassen. Das nimmt er, glaube ich, eh nicht auf. Oder kann ich nicht irgendwie so ins Overlay? Oh, was? Okay. Ihr seht jetzt weiterhin ein Standbild in Ori. Das ist sehr schön. Wo kann ich das denn sehen hier überhaupt? Kann ich das hier überhaupt sehen? Tiefer. Da. Habe ich die alle schon? Ah, hier. Was? Alle splitterfrei. Okay, verbessere alle Splitter. Alle Splitter frei hast du aber. Hast ja bei dir auch jetzt wieder nicht geklappt. Ja. Geheimer Erfolg. Okay, das sind noch ganz viele. Das ist ja auch schwer. Ja, und ganz viele Geheime. Schieß das Spiel ab, ohne zu sterben. Okay, so, da bin ich wieder. Okay, also da seid ihr auch wieder. Na gut, dann soll es das gewesen sein, weil wir haben jetzt alle Splitter. Wir haben auch sonst alles weiter verwuselt. Unser Inventar ist quasi voll, weil wir alles gemacht haben. Geil. So, dann gehe ich noch einmal zu Motai. Wo wohnt die hier? Im Busch. Die noch irgendwas, was die jetzt zu unseren Statistiken sagt. Die gucken wir uns einmal an und dann, ja, ist mir egal, was du laberst, bla bla. So. 112 Tode. Guck mal, nur 112 Tode. 100% abgeschlossen! Dreimal ertrunken, ja, das stimmt alles nicht, natürlich. 23.000 Schaden erlitten. 800, und, oh Mann, warum habe ich eigentlich, ich habe einen zu viel getötet. Scheiße. Du mal alle töten musst. 14.000 Gesundheit regeneriert, alter Vater, warte. Wo bin ich? Warte. 60% verbesserte Fähigkeiten. 36 war der größte Einzelangriff. Krass. Wandsprünge, Sprints, Stoßangriffe, Wurfhakeneinsätze, zurückgelegte Distanz. Watt, Meter, Kilometer, Würstchen, Kartoffeln, was ist das? Geschwommene Distanz. Hey, Lebensteil haben wir, Fähigkeiten haben wir. Guck mal, das ist eine schöne Zahl. 100 mehr wäre noch geil. Aber egal. Wäre noch geil. 2 Minuten in der Luft. 55 Stunden in der Luft. Was? Das ist doch rechts. Längste Zeit in der Luft. Hey, ich habe doch nur 16 Stunden gespielt. Wie kann ich 55 Stunden in der Luft gewesen? Minuten. Ach, da sind es plötzlich Minuten. Oben, das sind Stunden hier. Oder war ich nur 16 Minuten am Leben? Was? Diese Motor ist total. Die kann nicht zählen einfach. Zeit am Leben. Maximale Zeit, die du dauerhaft am Leben warst, oder was? Nee, das ist die Spielzeit einfach. Wir haben mit 15 Stunden angefangen, wir sind jetzt bei 16 Stunden. Aber ich war 55 Stunden davon in der Luft. Eine Stunde habe ich geleuchtet. Naja, das ist doch
Nicht schlecht. Motai labert halt nur Kacke, aber das ist ja immer so. Huch. Summer so. So, dann würde ich sagen, wir zünden noch das Haus an. Und dann soll es das gewesen sein mit Ori. Jetzt haben wir beide Oris durch. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das schaffe. Ganz ehrlich. Hätte ich nicht gedacht. Aber ich hatte auch hier gute Hilfe dabei, die mir auch viel weitergeholfen hat, wenn ich nicht wusste, was ich tun muss oder die einfach schon wusste, was kommt. Das ist natürlich sehr hilfreich. Das Selin fehlt. Lizzie braucht auch eine Selin so nebenbei, da neben ihr sitzen, die ihr dann alles da so weiterhebt. Das ist, macht es deutlich einfacher. Also, was? Sind deine ganzen weg? Ich hoffe, die sind nicht weg. Und ich gehe mal zum Brunnen. Aber ich will doch Leben haben. Ich will doch Leben. Die sind noch da, ich sehe sie. Ja. Ich möchte betonen, dass ich gefragt wurde, hier dann auch mitzugucken und mitzuhelfen. Ja. Auch wenn ich die nervige Stimme im Hintergrund bin. Die man leider viel zu selten ganz gut hört. Entschuldigung, ich schreie doch schon. Ja, ich muss noch lauter schreien. Schau. Hallo, wer bist du? Das ist schön. Ja, hau rein. Ja, also ich habe sie natürlich gefragt und sie hat sich sehr gerne zur Verfügung gestellt. Und hat das immer ohne Ton sogar mitgehört, mitgeguckt, nur auf dem Fernseher die ganze Zeit. Stimmt. Hat gar nicht gehört, nur mich. Aber ja, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und ja. Ich bin sehr stolz auf dich. Dankeschön. Mal gucken, was als nächstes kommt. Wahrscheinlich kommt noch ein Let's Play, bevor das hier überhaupt rauskommt. Weil das kommt ja einfach nach Ori. Jetzt habe ich mir heute The Shattering geholt. Wahrscheinlich kommt das noch vor Ori raus. Dass wir da einfach nur Ori jeden Tag jetzt bis Juni haben. Und dann zwischendurch nochmal was anderes. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Let's Play oder sonst wo. Bis dahin, macht's gut. Tschüsschen.